Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grandia. Yo, wir sind in Lethes Haus oder wie nennt sich's? Moment. Werden wir ja gleich wissen, wie das Haus nochmal hieß oder das Gebäude, das imposante, ja, Gebäude. Es ist Schreiten von Alend. Genau, es ist ein Schrein und ich heile mich und speichere einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Part schon gemacht hatte. Ich glaube nicht. Ne, wir waren im Garten. Genau, im Garten waren wir nur. Gut, dann werden wir gleich den Bogen der Grenadeur überschreiben und jo. Werden dann mal mit den ganzen Mehrzahl von Lite, ja. Lite. Die Lite. Ja. Egal. Wir werden jetzt einfach mit ihr sprechen. Hallo. Ah, Lied. Aha. Tanz auf den Tisch. Ja, da. Es gibt viele Lieden hier in Alend, aber nur eine davon lebt wirklich. Weil sie alleine in der Stille leben muss, hat sie uns geschaffen. Alend ist so eine lebendige Stadt. Aber wir sind Trugbilder und verschwinden ganz schnell. Kann ich bestätigen. Ui, die Tür. Oh, keine Tür. Gut. Oh, nicht gut. Lauf mal einfach mal hier hoch. Hallöchen. Hallöchen. Dies ist eine Gedenkstätte der alten Kultur der Angelo. Lite hat all die Jahre alleine das Andenken an Angelo bewacht. Damals sagte Lites Vater, dass ihre Augen weinen würden. Keine Ahnung, warum er das meinte. Ich habe Lite nie traurig gesehen. Ja, okay. Hallo, bist du die Richtige? Gaia ist gierig und böse und lebt von den Geistersteinen. Gaia ist dem Geisterstein verfallen. Es ist seine Natur, den Geist zu verzehren und zu wachsen. Wenn Gaia wächst, frisst er alle Geister und wird größer und größer. Wenn das passiert, wird sich die Welt verändern. Und zwar zu einer Welt des Todes. Jo, jetzt dürfen wir erstmal die richtige Lite suchen. Okay, gehen wir mal hier hoch. Ah, das ist schon die richtige zu sein, aber ich glaube, ich will erstmal noch mit den anderen Trugbildern reden, sofern hier noch welche sind. Genau. Nehmen wir einfach mal alle durch. Baby, dir müssen die Füße wehtun, weil du mir den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf gegangen bist. Lite, geht's dir gut? Du siehst komisch aus. Wieso? Ich bin okay. Ich wollte euch doch nur so begrüßen, wie es auf der Erde üblich ist. Ah ja. Diese Medaille hat zwei Seiten: die Weisheit der Mogge und das Wissen von Lite. Die weisen Mogge sind als Händler auf dieser Welt. Die wissende Lite beobachtet die Geschichte aus dem All. Okay. Gut, das heißt, es ist in der oberen Etage geht's weiter, oder? Ja. Gut, dann laufen wir mal hoch. Ursprünglich entfaltete der Geisterstein seine Kraft nur bei den Ikariern. Als man versuchte, die Macht des Steins ohne die Ikaria zu benutzen, wurde Gaia geschaffen. Aber Gaia ist nicht nur eine neue Form des Geistersteins. Gaia spiegelt die Gier und das Böse seines Besitzers wider. Die Legende sagt, dass am Anfang, als die Geister den Menschen den Geisterstein gaben, zwei Zwillingsschwestern, Ikaria, das Leben von zwei menschlichen Eltern gegeben wurde. Die Ikaria und der Geisterstein hatten das gleiche Schicksal. Wenn der Geisterstein eins ist, werden die Ikaria geboren. Aber der Geisterstein ist in sieben Stücke zerbrochen. Seitdem werden keine Ikaria mehr geboren. Es gibt viele verschiedene Menschen, mit langen Ohren, mit Hörnern, große und auch schnelle. Vor langer Zeit lebten alle Menschen ohne Grenzen und auch ohne Streit. Trotz der vielen Unterschiede
und alle kamen miteinander aus. Das waren alle, ne? Gut. Dann sprechen wir jetzt mit Lite. Ikarier werden immer als Zwillinge geboren, denn die 2 steht für Frieden und Harmonie. Zwillinge? Ikarier? Harmonie? Selbst bei getrennten Zwillingen schlägt ihr Herz wie 1. Die Geburt der Ikarier erfolgt aus der Segnung der Menschen durch die Geister. So sind die beiden Symbole des Friedens und der Harmonie vereint. Geh jetzt hoch in die Papalhalle? Okay. Dort erklärt dir die lebende Lite den Rest. Ah, das ist gar nicht die echte. Okay, da war eine Tür. Schrein voller Land. Papalhalle. Das klingt irgendwie witzig. Papalhalle. Da ist nix, oder? Nein. Wir können uns bloß die ganzen schönen Textur gesegneten Bücher ansehen. Was ist das? Nix. Okay. Wollen wir nicht unhöflich sein und reden erstmal mit Lite, die wahrscheinlich auf einem ziemlich hohen Stuhl sitzt. Oder sitzen kann. Lite? Jetzt bist du die echte, Lite. Willkommen, Auserwählter. Willkommen in Anschelo. Jetzt, Justin, du hast viele Fragen. Ja, Lite, ich versprach zu kommen. Beantworte jetzt alle Fragen. Ich bin verpflichtet, dem Fragenden zu antworten. Justin, ich werde dir alles sagen, was ich weiß. What I have inherited is my many old memories of Angelo. Together with those memories, I have also inherited the name of Liete. Liete? Vor langer Zeit konnten die Menschen mit den Geistern sprechen. Zu dieser Zeit waren die Menschen nur ein Teil der Welt. Die Menschen dieser Zeit besprachen viele Dinge mit den Geistern. Und die Menschen lernten viele, viele Dinge von dieser Welt. Das Licht des Geistersteins steht für das Versprechen, der Welt fortwährend Erleuchtung zu verschaffen. Die Menschen erhielten sogar so viel Kraft, um zu weit entfernten Sternen zu reisen. Doch dann kam der Tag, an dem die Menschen zu stehlen begannen. Sie beraubten ihr Land seiner Reichtümer und stahlen die Kraft der Luft. Und zu guter Letzt stahlen sie den ikarischen Zwillingen, den Geisterstein. Sie versuchten sogar die Welt mit diesem Licht zu ändern. Gaia hat das Wesen dieser Welt sehr verändert. Aber die Menschen vergaßen, dass das Licht des Geistersteins die Tiefen der eigenen Seele widerspiegelt. Die Menschen, die das Versprechen vergaßen, hatten bereits die Segnungen der Geister verloren. Der Tod auf dieser Welt konnte nicht mehr aufgehalten werden. Genauso wie die Menschen ihre eigene Gier nicht mehr unter Kontrolle bekamen.
Entschuldigung. Okay, ja, da war mal wieder die deutsche Synchro, obwohl die von Lite gerade noch so geht. Also, es ist noch erträglich. Okay, aber das sehen wir mal. Hier führt zu nichts, nur zum Untergang der Welt und, ja, wir sind natürlich wahrscheinlich die Einzigen, die das Ende der Welt aufhalten können. Wie immer, aber naja. Als der Geisterstein zerbrach, zerriss auch das Band zwischen der Welt und den Menschen. Vielleicht werden die Menschen nie wieder eins mit der Welt. Der Geisterstein ist das Band zwischen den Menschen und der Welt? Das Licht des Geistersteins ist der Spiegel des menschlichen Herzens. Justin, das tat auch dein Geisterstein. Er zeigte mir dein Herz. Sieh her. Die Tafel der Erinnerung zeigen die Herzen der Eliten über Jahrhunderte. Wie der Geisterstein, das Menschenherz rot steht für Freude und Glück. Blau zeigt Traurigkeit im Herzen einer Elite. Die sind ja alle blau. Nach der Zerstörung der alten Welt wurde Gaia mit den Opfern des Lebens der ikarischen Zwillinge gestoppt. Seitdem gibt es keine roten Tafeln mehr. Lite, welche Farbe hat deine Tafel? Meine Tafel hat noch keine Farbe. Sie wird wahrscheinlich blau werden. Eine traurige Tafel? Aber wieso? Weil jemand die Macht des Geistersteins benutzt, um Gaia wieder zu erwecken und die Welt zu zerstören. Verstehe, das ist Baal nicht. Er sammelt alle Geistersteine. Aber er konnte sie nicht zu Gaia bringen. Wir haben sein Schiff in die Luft gejagt und alle sind verbrannt. Leider brennen Geistersteine nicht. Wie es aussieht, stehen die Teile des Geistersteins nun näher als jemals zuvor vor ihrer Vereinigung. Das kann nicht sein. Heißt das, Baal lebt? Immer noch? Gaia wird erwachen, wenn die Stücke des Geistersteins zusammengelangen. Der tragische Mythos von Angelo wird ein weiteres Mal wahr werden. Toll. Lite, verstehe ich das richtig? Wenn Gaia erweckt wird, können nur meine Schwester und ich es stoppen? Ganz genau, Fena. Warte mal, Lite. Nach der Sage müssen Lin und Fena dabei sterben. So geht es nicht. Es gibt es keinen anderen Weg. Alend wird unsere Fragen beantworten. Hier in Alend ruht alles auf der Vergangenheit. Und hier gibt es kein bisschen Zukunft. Die Zukunft existiert nicht? Was können wir tun? Wir brauchen Antworten auf unsere Fragen. Bitte, die Geister um Hilfe. Nur der Geweihte, der die Wahrheit verkörpert, kann die Tür zum Geisterheiligtum öffnen. Das Geisterheiligtum? Wo ist das, Lite? Überall und nirgends auf der Welt. So wird es erzählt. Aber du kannst es erreichen. Du bist ja auch nach Alend gekommen. Sag mal, Lite, du hast gerade gesagt, dass die Zukunft hier noch nicht geschrieben ist. Was ist mit deiner Zukunft? Deine Zukunft gibt es hier dann auch nicht. Ich bestimme nicht über mein Schicksal. Es wird bestimmt durch die Zeiten, in denen ich lebe. Nein, du irrst dich. Wenn die Umstände dein Schicksal bestimmen, dann ändere sie. Niemand schreibt dir deine Zukunft vor. Sie entwickelt sich aus deinem Leben. Lebe dein Leben und schaffe deine eigene Zukunft. Die Zukunft selbst bestimmen? Na klar. Aber nicht an diesem Ort. Also, komm mit uns, Lite. Schaff deine eigene Zukunft, wie wir. Ich bin Lite. Wahrer der Geschichte. Vielleicht kann ich meine Zukunft schaffen, wenn ich die Zukunft beobachte, die du schaffst. Gut, Justin. Ich komme mit dir. Die Zukunft, die du schaffst, kann meine Zukunft sein.